Ja, hallo zu einem neuen Inkscape Screencast. Es ist kurz vor Weihnachten, die Zeit immer mal wieder etwas zu basteln. Und wie wär's denn mit einem eigenen Postkartenmotiv wie diesem hier? Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, findet in meinem Blog natürlich dazu ein entsprechendes Tutorial mit den entsprechenden Farbwerten. Aufgrund der Speicherkapazität werde ich das Tutorial allerdings in zwei Teile wieder zerlegen. Im ersten Teil zeichnen wir hier die Kerze und im zweiten machen wir das Finish und dann soll es auch schon losgehen. Als erstes zeichnen wir uns mit dem Werkzeug Rechtecke und Quadrat erstellen ein Rechteck. Sollte lang gezogen sein. Dann brauchen wir noch eine Ellipse, die erstellen wir uns mit dem Werkzeug Kreisen, Bögen und Ellipsen erstellen. Die sollte die gleiche Breite haben wie unser Rechteck. Dazu kopieren wir einfach hier die Breite aus dem Breitefeld heraus und geben hier die Breite ein. Dann selektieren wir einfach das Rechteck dazu, nehmen das Werkzeug Objekte ausrichten und richten auf die Auswahl vertikal zentriert aus, rutschen unsere Ellipse einfach an unser Rechteck, so dass keine Lücke mehr ist, selektieren wieder das Rechteck und mit Steuerung plus oder über Pfadvereinigung vereinigen wir die beiden Dinge. Dann brauchen wir ein weiteres Objekt, das zeichnen wir mit dem Werkzeug gerade Linien und Bezierkurven zeichnen. Das Objekt sollte in etwa so aussehen. Dann selektieren wir mit dem Knotenwerkzeug alle Knoten. Hey. Und gehen hier auf Knoten symmetrisch machen. Damit hätten wir das nächste Objekt. Das sollte ebenfalls die gleiche Breite haben. Hier möchte ich aber gerne die Symmetrie erhalten. Auch das zentrieren wir einfach mit dem Ordnungswerkzeug. Rutschen auch das an unser Figur ran und vereinigen auch das mit Steuerung plus oder über Pfadvereinigung. Schon hätten wir die Grundform unserer Kerze fertig. Jetzt brauchen wir die Kerze bloß noch über die Objekteinstellung färben und zwar mit einem linearen Farbverlauf, der folgende Werte bekommt und zwar der Startwert ist C62 F08 FF. Der Endwert ist DF 512 AFF. Und dazwischen brauchen wir noch zwei Zwischenwerte. Ups, das waren schon zu viel. Der erste ist C03 C08 FF und der hat einen Versatz von 0,30 und der zweite Wert ist BD 460 7 FF und der hat einen Versatzwert von 0,60. Ja, stimmt was nicht. Ups. Was ist das? So, jetzt. Von dem Ganzen machen wir uns im Anschluss gleich noch ein Duplikat. Färben das erstmal schwarz und geben auch dem einen linearen Farbverlauf. Auch den bearbeiten wir gleich wieder
und setzen hier einfach statt FF den Wert auf 95. Dann werden wir das Werkzeug Farbverläufe bearbeiten, setzen den dunklen Punkt nach unten und den hellen nach oben. Und damit hätten wir die Grundform unserer Kerze fertig, können das Ganze gruppieren. Dann zeichnen wir ein weiteres Objekt, das in etwa so aussehen sollte. Auch hier machen wir wieder mit dem Knotenbearbeitungswerkzeug alle Knoten symmetrisch, kontrollieren das im Anschluss, dass das nicht allzu steil ist, so. So gefällt mir das schon ganz gut. Auch nehmen wir eine Farbverlaufsfüllung, diesmal allerdings eine radiale Farbverlaufsfüllung. Und hier sind die Werte für den inneren Kreis FFF, AB0FF, und für den äußeren Wert ist es FFAC19FF. Die Konturlinie können wir im Anschluss löschen. Und dann können wir das klein wenig kleiner skalieren schon. Setzen das hier auf unsere Kerze. Das passt sogar fast gleich. Hier sehen wir, habe ich einfach mal noch Knoten zu löschen. So sollte das Ganze aussehen. Dann zeichnen wir einfach schnell noch ein paar Highlights. Auch hier machen wir nachher wieder die Knoten symmetrisch. Und versetzen die Knoten im Anschluss so, dass es sich gut unserem Objekt anpasst. Hier schieben wir die Anfasser der Knoten nach innen, dadurch wird es spitz. Im Anschluss füllen wir die drei Highlights, die wir da haben, mit Weiß, gehen auf die Objektfarbeinstellung, löschen hier die Farbe der Konturlinie und sagen einfach radialer Farbverlauf und geben dem Ganzen einen Blur hier von 2. Wenn wir das getan haben,
Nehmen wir wieder das Werkzeug gerade Linien und Bezirkurven ziehen und malen hier in etwa ein Objekt, was grob unserem Kerzenwachs folgt. Auch hier machen wir wieder alle Knoten symmetrisch. Wenn wir es getan haben, können wir schnell noch die Knoten da versetzen, wo es nötig ist. Geben dem Ganzen über die Objektfarbeinstellung eine etwas breitere Konturlinie. Ja, so reicht das. Wandeln im Anschluss über Pfad, Kontur in Pfad umwandeln, diese in einen Pfad um, gehen wieder auf das Knotenwerkzeug und versetzen einige der Knoten da, wo es nötig ist, ganz einfach. So reicht das schon. Dadurch ist es nicht mehr ganz gerade und wirkt natürlicher. Dann geben wir eben eine weiße Füllung, gehen wieder auf die Objektfarbeinstellung, setzen die Sichtbarkeit auf 50% zurück und geben dem Ganzen ein Blur. So, und wenn wir etwas weiter weggehen, sehen wir, so sieht unsere Kerze denn aus. Was wir jetzt noch innerhalb der Kerze brauchen, ist ein weiteres Oval. Und das füllen wir jetzt wieder mit einer Farbe. Und zwar mit, also erstmal setzen wir die Sichtbarkeit wieder herauf. FFCE5CFF. Und geben dem Ganzen ein Blur von 5. Dann müssen wir noch malen unseren Docht. Dafür malen wir uns ein Objekt, was wie folgt aussieht. Auch hier bearbeiten wir im Anschluss die Knoten, diesmal allerdings nur die oberen Knoten. Auch die machen wir wieder symmetrisch und auch hier schieben wir die Anfasser der oberen beiden Knoten zusammen. Geben dem Ganzen erstmal eine schwarze Füllung, gehen auf die Objektfarbeinstellung, löschen die Farbe der Konturlinie, gehen auf Füllung zurück, geben ihm einen linearen Farbverlauf, gehen hier auf das Farbwerkzeug, selektieren den zweiten Farbendpunkt, gehen auf die Pipette und wählen hier aus dem Inneren den Farbwert und versetzen im Anschluss die Farbe, Farbendpunkte. So, dann können wir das schon mal grob in die Richtung bringen und skalieren. So, dass es im Anschluss passt. Das wäre dann schon unser Kerzendocht. Was wir dann zeichnen, ist wieder eine Ellipse mit dem Kreiswerkzeug und einem Kreis. Den Kreis setzen wir im Anschluss auf die Ellipse. Selektieren wieder die Ellipse dazu und jetzt über Steuerung Minus oder Pfad Differenz schneiden wir den Kreis von der Ellipse aus, machen uns von der Ellipse ein Duplikat, schieben das Duplikat beiseite, machen ein weiteres Duplikat, gehen auf Pfad, dynamischer Versatz, verschieben hier diesen Punkt nach innen, geben dem Ganzen eine weiße Füllung, gehen wir auf die Objekteinstellung. So.
Dem können wir jetzt hier einfach einen Füller geben. Ja, so. Dann selektieren wir nochmal die Flamme. Hier ist der Farbwert. Der Wert FAE BD7FF. Auch dem können wir einen leichten Blur geben. Jetzt haben wir noch das zweite Objekt. Hier zeichnen wir wieder eine Ellipse oder einen Kreis. Selektieren beide Objekte und auch hier Steuerung Minus oder Pfaddifferenz. Schneiden wir das aus. Gehen wieder auf die Farbeinstellung, geben dem Objekt jetzt eine Farbe von FFDC00FF und einen Blur von 11. Und im Anschluss brauchen wir noch einen Kreis. Und der bekommt den Farbwert FFDADFF. Und hier einen radialen Farbverlauf. Dann setzen wir das so zusammen. Wir können es gruppieren, wenn wir das wollen. Wir können das schon mal kleiner skalieren. Setzen das an unsere Kerze heran. Die Flamme wäre jetzt hier in dem Fall zu groß. So. Nee, immer noch kleiner. Ja. Damit wäre unsere Kerze als Grundform schon mal fertig und damit auch der erste Teil. Ich kopiere sie bloß erstmal und setze sie in die Mitte und dann geht es weiter mit dem Finish im zweiten Teil. Der Hintergrund und alle anderen Sachen machen natürlich auch ein ganz schönes Stück einer Grafik aus. Wie wir hier sehen, auf einem weißen Hintergrund wirkt die Kerze überhaupt nicht. Also geben wir den Ganzen als erstes mal einen Hintergrund. Das machen wir auf einer eigenen Ebene, indem wir auf Ebenen gehen und hier eine weitere Ebene anlegen unter der aktuellen. Die nennen wir auch gleich mal Hintergrund. Dann zeichne ich hier ein Rechteck in der entsprechenden Seitengröße, fülle das erstmal mit Schwarz und schon sehen wir, die Kerze wirkt auf einem dunklen Hintergrund ganz anders. Dem geben wir ganz einfach einen radialen Farbverlauf, nicht einen radialen, einen linearen Farbverlauf und zwar von Schwarz nach einem dunklen Blau. Versetzen hier einfach die Endpunkte etwas. Jetzt können wir die Kerze noch etwas kleiner skalieren und setzen die hier in die Ecke. Es fehlen noch ein paar Dinge an unserer Kerze zum Finish. Nämlich eine Spiegelung der Flamme, die zeichnen wir hier einfach, indem wir Quadrat zeichnen. Und dann geben wir dem Quadrat einfach die Farbeinstellung von FF AC29C3. Verwandeln das Ganze in einen radialen Farbverlauf. Und schon hätten wir unsere Spiegelung, die wir hier noch ein klein wenig in der Größe anpassen können. Dann brauchen wir noch zwei weitere Spiegelungen
Und dafür zeichnen wir uns einfach ein paar Trapeze hier auf unsere Kerze. Und zwar mit dem Werkzeug gerade Linien und Bezirkurven zeichnen. Und das auf der anderen Seite noch einmal. Beide füllen wir erstmal mit Weiß. Auch die bekommen einen linearen Farbverlauf. Die Farbe der Konturlinie löschen wir. Dieses hier müssen wir einfach drehen. Beiden geben wir jetzt noch ein Blur. Das hier können wir noch ein kleines Stück hochsetzen, das hier ebenfalls. So, damit hätten wir das schon mal geschafft. Um den Schein der Kerze noch zu verstärken, zeichnen wir einfach einen Kreis, bringen das mit der Bild-Endtaste nach hinten, setzen hier die Sichtbarkeit auf 100% und geben dem einen sehr starken Blur. Das können wir im Anschluss noch ein klein wenig kleiner skalieren und setzen das so hier hin. Jetzt könnten wir das Ganze kopieren, wenn wir wollten. Dann zeichnen wir hier im unteren Bereich noch ein Rechteck. Das füllen wir mit Schwarz. Auch das bekommt einen linearen Farbverlauf, den wir von hier unten nach oben setzen. Das muss ich ein kleines bisschen höher werden. So. Dann habe ich eine Gruppe von Kamelen in meinem Originalbild gehabt. Dafür habe ich mir einfach bei Google ein Bild gesucht mit Kamele und Silhouette und habe Folgendes gefunden. Das machen wir ganz einfach, indem wir das Bitmap vektorisieren. Das Ergebnis muss nicht ganz genau sein, weil es wirklich bloß ganz klein wird. Das dupliziere ich einfach, weil ich das zerschneiden muss. Das mache ich ganz einfach, indem ich hier ein Rechteck draufsetze, beide selektiere und mit Steuerung minus das entferne. Unten machen wir das natürlich genauso mit dem anderen Kamel. Das hier spiegeln wir horizontal, können es gleich zusammensetzen, machen hiervon ein Duplikat, setzen das wieder vorne hin, können dann alle drei mit Steuerung plus zu einem Pfad vereinigen, schneiden es mit Steuerung X aus, gehen wieder auf den Ebenendialog, gehen auf die Hintergrundebene und fügen es da wieder ein. Können wir das Ganze noch ein klein wenig kleiner skalieren. Jetzt malen wir mit dem Werkzeug gerade Linien und Bezirkurven noch den Rest unserer Wüstenlandschaft, sage ich jetzt mal so einfach, indem wir das so malen, mit Schwarz füllen. Das müssen wir hier wahrscheinlich ein kleines bisschen tiefer setzen. So. Ups. Dann können wir das vereinigen. Wenn das links und rechts ein kleines bisschen übersteht, macht das überhaupt nichts. Denn das sieht man hinterher gar nicht, wenn man das exportiert. Es wird ja nur innerhalb des Rahmens exportiert.
Dann brauchen wir noch einen Stern, den die Heiligen Drei Könige, sage ich jetzt mal, folgen. Dafür zeichne ich mir einfach einen Stern mit vier Ecken, gebe dem über die Farbeinstellung einfach ein Blur. Mal noch einen Kreis, dem gebe ich ebenfalls ein Blur, diesmal stark allerdings. Damit hätten wir jetzt auch den Stern. Davon können wir gut und gern noch mehr zeichnen. Um das Ganze allerdings zu komplettieren, machen wir bloß noch einen Schriftzug. Ich schreibe hier mal Merry Christmas. Dann habe ich mir eine Schriftart installiert, die sich The King and Queen nennt. Die habe ich gefunden bei davon.com. Sollte man allerdings auf die richtige Ebene setzen, nämlich die mit der Katze. Ja, wie gesagt, das kann man gut und gerne noch mit mehr Sternen ausschmücken und so weiter. Also, aber so im Groben und Ganzen funktioniert das. Und damit wäre unser Postkartenmotiv fertig und das Tutorial am Ende. Viel Spaß beim Nachmachen!